Hey Leute, der hier zurück mit Untold Legend The Dark Kingdom und wir befinden uns hier am Schrein und ich möchte jetzt ganz gerne mal tatsächlich einkaufen gehen und die Sachen interessieren mich jetzt nicht so sonderlich, aber wir haben ja hier noch ein bisschen was, was wir einsetzen können und da habe ich gesehen, verringert die Blockenfähigkeit von Gegnern, die du triffst. Das ist natürlich ideal, einfach darauf kloppen können, ohne großartig sich Gedanken zu machen. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Angriffstempo. Das ist ein bisschen zu teuer, das kann mir nicht leisten. Aber da oben, das ist ja fast ein ähnlicher Effekt. Den nehme ich mit. Ja, gerne. Und dann werden wir hier auch gleich mal reingehen. Hier hatten wir noch die wattierten Gamaschen gefunden. Das geht auch ein bisschen hoch, das nehmen wir doch gerne. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt Platz und zack. Und weiter geht das. Noch ein paar Vorratslager zu knüppeln. Mal gucken, ob hier irgendwas Sinnvolles noch... Felsen nehmen wir mit. Klären wir jemanden vor den Kopf. Sind wir zwar extrem langsam unterwegs. Was war denn jetzt bitte das? Ist doch peinlich erzählt, aber zum Glück hat es ja keiner gesehen. Na gut. Ihr nehmt auf die herkömmliche... Der jetzt hingeflogen. War nicht so ganz optimal. Wasser sieht nicht gut aus, muss ich sagen. Mana passt ganz gut. Kamera so haben eigentlich. Hier an der Seite, das finde ich auch gut. Spinnen! Toll! Belasse ist das Let's Play jetzt vorbei. Der mag keine Spinne. Ich sehe gerade nichts. Hier auch nicht, ich weiß. So, jetzt geht's wieder. Thank you.
Das macht aber irgendwie doch Spaß, muss ich echt zugeben. Ist er wieder weg, der Wozi. Finde ich so doll. Okay, meine alle. Gehen wir halt wieder auf den Infight. Zeug gekriegt, ich habe gar nicht nachgeguckt, was ich da habe. Aber ich möchte mich auch gerne noch ein bisschen umsehen. Jetzt rennt die weg. Was soll denn das? Hallo. Gibt's das? So. Also wegrennen ist nicht. Erst einen auf dicke böse Spinne hier machen und dann verduften wollen. Also so nicht. Eine Spinne mit einem Baumstamm erschlagen. Das finde ich irgendwie, hat auch wieder was für sich. So, und rüber da. Das ist bestimmt eine Falle. Aber irgendwelche Froschmenschen, finde ich gut. Gefallen mir. So leer aus. Da haben wir so furchtbar wenig. Nehmen wir ruhig ein bisschen Angriffskraft mit. Ja, nehmen wir mit. Zuweisen auf Kreis. Okay. Nettes Ding. Okay. Das sieht man bloß vor lauter Dings nix. Vor lauter Effekten. Macht aber nix. Aber unten noch nicht unbedingt weiter. Wie weit ist noch bin ich da unten? Auch gleich runter. Weil hier wuseln ja noch welche rum. Und wenn da voll. Na, das geht nun gar nicht. Dann schauen wir doch mal. Da
Das hatten wir schon. Da ist was neu. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich fürs Einkaufen recht interessant. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel schöne Sachen jetzt hier verschrottet. Geht ein bisschen die Mana runter. Na, ist wurscht. Lohnt sich sogar. Okay. So macht man sich also in dem Spiel Platz im Inventar. Das ist gut. Das mit der Eiskugel auch. Oh ja. Gut. Das ist prima. Gut zu wissen. Da hinten ist noch ein Gegner. Komme ich sicherlich nicht mehr rauf. Das ist wahrscheinlich zu hoch. Ja. So ein bisschen flachere Stelle aussuchen. Da geht's auch nicht. Hoffentlich komme ich da wieder raus. Ah, hier sieht's gut aus. Na. Die Kamera ein bisschen besser positionieren hier. Bisschen hakelig. Aber es geht. Das sind, glaube ich, nochmal Vorräte. Jawohl. Vier von fünf Hammer. Bewusst bis gelb kommt, das ist nämlich die Essenz. Das wechselt nämlich durch, Leute. Da hinten sehe ich schon auf der Karte am letzten linken unteren Drittel. Da zeigt doch der Pfeil jetzt gerade hin. Was dann noch das Ding jetzt mit Vorräten ist. Wahrscheinlich ist er. Ja. Ah, der Wauzi kommt wieder. Das ist gut. Der mochte wahrscheinlich bloß kein Wasser. Albtraumzauber ist schon ein bisschen assi. Jetzt hat er den Busch aufgefressen. Das war Kugel. Jetzt habe ich das so schnell weggedrückt. Kugel des Herzens. Verderbte Soldaten. Also wahrscheinlich die, die ich mit dem Fluch belege. Das hört sich doch ganz gut an. Knurr mich nicht an, Waldi.
keinen Unterschied, muss ich zugeben. Aber wir haben die Vorräte hinüber gemacht. Jawohl, finde ich gut. So, jetzt habe ich den Gegenstand wieder so schnell eingesammelt, dass ich es nicht gesehen habe. Was? Holzschulterplatten. Kein Unterschied. Schade. Also ich sehe jedenfalls keinen. Na gut. Wollen wir mal die Mägeln. Weiter geht's. Schreibt ja mal in die Kommentare, wollt ihr lieber diese Ansicht oder wollt ihr lieber die Nahe? Jetzt geht's an. Es ist teils wirklich ein Unterschied. Mal ist es so übersichtlicher. Hier mit den, zwischen den Bäumen macht es sich gerade leicht. Aber es geht trotzdem. Gibt es hier irgendwo hier eine Karte? Irgendwie. Moment mal. Optionen. Spielsteuerung. Übersichtskarte. Ah ja. Ah, da sind wir jetzt bloß im Prinzip eine Runde im Kreis gelaufen. Das ist gut. Müssen wir jetzt hier links rum? Nicht gegen den Baum. Die Kugeln. Frechheit. Da ist ein Sternchen, das bedeutet Hauptmann. Jo. Das ist sehr unübersichtlich. Die Jungs kuckeln nie wieder. Der auch nicht. Und Wauzi, gehst du wieder abhauen oder was? Warum bellst du das Feuer an? Ein Rudel. Okay. Gut. Nicht ganz so störrisch immer auf dasselbe gehen. Und weiter geht's. Kann ich das kaputt machen? Leider nicht. Schade. Gibt's nichts hinten in der Ecke? Gut, weiter. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich zu dem Schlosssymbol da unten. Ah, das Feuer ist jetzt auch weg. Die Entfernung ist übrigens recht angenehm, stelle ich gerade fest. Also wir haben die drei Ansichten.
Jetzt geht's mir nicht näher dran. Na wurscht. Zerstörte Stadt betreten. Na gut. Zerstörte Stadt Adoni. Ladezeiten, also gerade zwischen den Levels, könnten etwas kürzer sein. Habe ich ja schon gesagt. Die Schergen des Königs haben weit schlimmer gewütet, als ich dachte. Es ist kaum ein Jahr her, dass diese Stadt blühte. Die Pflanzen wachsen echt schnell. Und Skelettkrieger geht eigentlich auch immer. Oder was? Jetzt ein bisschen Stein im Brett bei mir. Hey, Zombie-Skelette geht bei mir auch immer. Aber verbrüllen tut's es schön, das gebe ich zu. Kann ich darüber? Nein, leider nicht. Kann ich's kaputt machen? Leider nicht. Au. Das schaffe ich übrigens auch bei solchen Spielen wie Baldur's Gate. Immer wenn da explosive Fässer im Weg sind, ja.
gibt, was so auf der Karte diese Tunnel ist schon eine ganze Menge. Ich habe gerade festgestellt, finde ich übrigens angenehm, das Ding hat ja ein automatisches Speichersystem auch noch. Also nicht bloß Speicherpunkte. Finde ich gut. Ist doch bloß ein blöder Stuhl. Jetzt habe ich ihn in den blöden Baum mehr gehangen. Und die Gegner werden sichtlich weniger. Ich möchte da nicht runter. Mist. Jedes explodierende Fass ist meins. So, dass ihr es wisst. Ich habe nämlich Angst, wenn ich da runterspringe, würde ich sagen, dass ich nicht wieder zurück kann. Gott, ich habe erst 40 Gegner getötet. Da ist noch mal ein Grabstein, das ist gut. Boah, das hat jedes von den explodierenden Fässern ist meins. Ich da ganz von ab, alles meine. Niere. Ich glaube schon, dass die nekromantische Fähigkeit in die Schwelle backen. Sind da schon wieder hier für 1000 Stück. Hab ich hier rüber? Nein. Ah, hier komme ich rein und da ist auch... Nein, das ist die Kiste. Hm. Da hinten wirklich erstmal... Mist, blöder Baum. Erstmal oben wirklich alles abgrasen. Komme ich da durch? Sieht mir nicht so aus. Ne, da komme ich ganz außen rum. Kamera macht gerade so ein bisschen, was sie will. Hier ist immer noch oder schon wieder alles voll. Ich weiß es gerade nicht. Ja. Das war noch mit.
Und ich sehe gerade, oh, wir haben eine halbe Stunde voll, Leute. Dann verabschiede ich mich für heute. Sagt ciao und bis zum nächsten Mal.